Wir machen die ultimativen Tests. Moment, ich muss eben ganz. Wurdest du schon einmal auf Homosexualität angesprochen? Nicht direkt. Wobei, mich hat mal jemand gefragt, Alter, das hält eine Stunde, die Kerze, krass. Ich habe mal jemand geguckt, ey, bist du bisexuell? Er hat gesagt, nö. Dann war es auch schon gegessen. Okay, sieht so aus, als stehst du auf Jungs. Wenn du magst, kannst du in unsere WhatsApp-Gruppe kommen. Nein, warum sollte ich? Welche dieser Menschen möchten Sie am wenigsten sein? Sorglos, gelangweilt, freudlos, selbstgefällig, fehl am Platz, erfolglos, arm, kontrolliert, unsicher, unhöflich. Unhöflich. So, Sie sind ein Beschützer. Sie kümmern sich stets um andere. Für Sie sind die Menschen entscheidend. Andere können sich auf Sie verlassen. Ihre Arbeit erscheint Ihnen aufgrund dieser Freundschaften sinnvoll. Ihr Erfolgstreiber im Detail. Aber auf was für einen Test bin ich hier gekommen? Basierend auf Ihren Ergebnissen nach Folgen finden die Messung der Prioritäten, die Sie jeder Erfolgsschreiber zuweisen. Alle Treiber sind für Sie möglicherweise von Bedeutung. Ihre Punktzahl für jeden davon gibt es relativ Priorität an, die Sie in einem der erfolgreichen Rahmen von Entscheidungsprozessen zuweisen. Die Wertung ist weder gut noch schlecht. Jeder Mensch hat seine eigenen Prioritäten. Was uns wichtig ist, kann sich durch neue Lebenserfahrungen ändern. Gutmütigkeit 8,5. Oha. Ethik 7,5. Scheinbar schon. Selbststreuung 7,0, Disziplin 6,7, Sicherheit 5,2, oh Spaß 4,9, oha. Leistung 3,4, Anregung 3,2, Macht 0,3, Tradition 0,3. Okay, aber ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was soll denn der Test sagen? Was sollte denn das? Okay. Hier geht es um, bin ich schwul? Ich bin 19 bis 25, ich kann nicht bei das 18 bis Dings ankreuzen, sad life. Wurdest du schon mal auf deine vermeintliche Homosexualität angesprochen? Oh Gott, ich sollte echt mal wieder Super Mario World durchspielen. So ein geiles Game. Oh, Breath of the Wild ist so ein geiles Game. Ich sollte mal wieder Breath of the Wild spielen. Oh, Mario Kart, der ist so ein geiles Game. Oh Gott, soll ich jetzt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber du bist auf der homosexuellen Seite der Bisexualität. Was? Das bedeutet, dass du dich erst zu deinem Geschlecht hingezogen fühlst, aber dem anderen Geschlecht auch nicht abgeneigt bist. Ja, noch nie erlebt. Vielleicht versuchst du dich an deine Heterosexualität zu klammern. Lass einfach los und tu, was du wirklich möchtest. Nur so kannst du herausfinden, was du wirklich willst und deinen Frieden finden. Hallo, ich will gerne die Seite wechseln. Dankeschön. Ich habe meinen Frieden, was das angeht, quasi schon gefunden. Hey, du musst mir ja nicht alles zweimal erzählen. Oh Gott, oh, Sunshine habe ich tatsächlich nie gespielt. Aber ich bin gerade dabei, es ist das Super Mario für die All-Star Collection und die Musik. Oh mein Gott, ich liebe die. Okay. Okay. Gut. Das ist interessant. Du Pisser? Okay, warum bin ich jetzt ein Pisser? Moment. Weil du's bist. Ach so, okay, ich verstehe. Weil ich es bin. Dann wird das auch direkt zu einem Bann. So. Gut. Oh, ich habe 15 XP verdient. Nice. Die Auswertung. Was ist denn das für ein Typ eigentlich? So, du bist klein, höchstwahrscheinlich hellhaarig. Und stolz? Nein, das bin ich nicht. Das ist aber genau das, was alle anderen von dir erwarten würden. Vom Charakter her bist du meistens eher schüchtern und suchst deshalb. Warte, das geht von dir selbst. Sicher und charmant. Du bist quasi typische Twink. Hat noch keine Information gesendet, Alter. Der Dude hat ja geil ist und beleidigt hier einfach rum. Okay, cool. Oder 40%, du bist der Normalo. Mehr gibt es da eigentlich nicht wirklich zu sagen. Okay. So. Damn, Alter. Mit Mario 64 Credits und Musik endet der Stream. Nice. So. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir hier mal auf. Wobei, hier sind ja alle. Irgendwie mal komisch. So.
Aber ich habe so eine geile Hotness gerade. Kann ich noch irgendwas machen? Er fällt gerade nichts ein. Sad life. Ja, dann. Würde ich den Stream. Oder warte, vielleicht bin ich schwul, kein Klischee. Keine Klischee-Fragen. Da bin ich. Da bist du bei. Seit wann hattest du das Gefühl, dass du schwul bist? Uff, das ist schon lange her. Wie sage ich das jetzt? Tatsächlich habe ich das sogar schon eine Zeit lang sogar verdrängt. Das war ein großer Fehler. Aber rückblickend muss ich sagen, ich hätte das viel früher merken können. So in der 6. Klasse, da habe ich es gemerkt, okay, der eine da, der ist irgendwie schon, aber ich habe es verschwiegen. Ich habe es auf die Pubertät geschoben und dachte mir so, eigentlich wahrscheinlich nicht. Aber das ist immer stärker geworden. Und ich habe es am Anfang echt nicht akzeptiert, dass ich es bin. Also das ist der größte Fehler, den man hier machen kann. Aber nee, ist ein bisschen sad. Aber irgendwann, dann habe ich es halt auch gemerkt. Und dann habe ich es auch akzeptiert. Hast du Angst davor, schwul zu sein? Nein. Aber das hatte ich mal. So, die Auswertung. So, mal schauen. Was für ein Ergebnis haben wir diesmal? Hey, ich habe nicht Journal. Und warum kriege ich jetzt auf einmal Nachrichten? Shit, jetzt habe ich gleich was zur Bearbeitung zu zensieren. Geil. So. Du bist allem Anschein nach eher an Männern interessiert, beziehungsweise schwul. Das ist wahr. Dieses Ergebnis ist jedoch keine Garantie. Das finde ich gut, dass es extra nochmal steht. Es zeigt lediglich, dass deine Antworten deinen Einschwulen meinesgleichen wirklich herausfinden. Kannst du das jedoch nur, wenn du dich selbst interessierst und deine eigenen Erfahrungen sammelst. Ja, warum kriege ich jetzt auf einmal. Hallo, ich habe nicht Stören an. Was soll denn der Schwachsinn? Ich würde so Webseiten wie. Okay, das ist interessant. Viel Erfolg bei deiner Selbstfindung. Okay, gut. Aber das war's. Oh, ich nehme nur noch 5 Minuten. Na egal, ich habe eh nicht so viel Speicher. Dann war es das vor dem heutigen Stream. Ich weiß nicht, wann ich wieder streamen werde. Ich streame in letzter Zeit eher nicht so viel. Seit wann hast du dich das. Warte mal. Seit wann hat dich das Gefühl so hart gedrängt? Das ist schon ein bisschen. Alter, diese dummen Nachrichten gerade. Ist ein bisschen so. Es sind doch 22 Minuten. Oh, okay. Was war die Frage? Ach so. Tatsächlich habe ich bis zur 9. Klasse gesagt, nee, ist nur Pubertät. Und dann habe ich es gemerkt, okay, gut, ich bin schwul, aber ich habe dann noch gesagt, naja, ich bin es nicht, ich kann es nicht sein, das ist nicht so, das ist verschrecklich. Ich war so drauf. Aber dann habe ich mir irgendwie voll viele Videos darüber angeschaut und irgendwie so, und dann habe ich mich irgendwann selbst akzeptiert. So war das also. Also nicht viel, nicht besonders quasi. Und warum lädt denn das hier gerade nicht? Ich liebe dieses Dorfinternet hier. Ich liebe es. Es ist grandios. Nein, es ist nicht. so. Ja, okay. So, aber dann jetzt aber wirklich. Was war's denn jetzt wirklich von dem Stream? Wir sehen uns dann vielleicht irgendwann wieder. Ich weiß es nicht. Bis dann und ciao.